Moin. Servus. Moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype. Ich habe gerade so sehr gehofft, dass dieses Diagnose von Koya kommt. Ja. Könnte den noch Diagnose OBS nennen, den Podcast oder so. Wir hatten hier gerade eine halbe Stunde technische Probleme. Also ich weiß auch nicht, woran es lag oder an wem. Das weiß ich auch nicht. Möchte ich jetzt ja, glaube ich, lieber nicht im Podcast erwähnen. Besser fühlt nicht. Sich die Person noch schlecht. Ja. Wie ergeht's denn dieser Person? Was hat diese Person die letzten zwei Wochen erlebt? Was habe ich denn erlebt? Ich war krank. Glaube ich, anderthalb oder zwei Wochen. Cool. Dann habe ich mich auskuriert. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel rumgesessen auf der Couch und habe Elementary geguckt und andere Serien und sehr viel Tee getrunken. Und ich habe, als mein Gehalt gekommen ist, habe ich mir neue PC-Teile bestellt, damit ich endlich meinen PC zusammenbauen kann. Weil es fuckt mich langsam ab, dass ich hier eine Grafikkarte rumliegen habe, die mehr wert ist, als mein PC am, wie sagt man, damals gekostet hat, als ich den gekauft habe. Und ich will den einfach jetzt langsam zusammenbauen. Und wann kommen die restlichen Teile? Das weiß ich nicht. Ich glaube, mein Factory hat mich einfach gescammt. Die haben mein Geld eingesackt über Exit PayPal. Haben noch nicht mal, ich habe die Sachen, glaube ich, am Donnerstag irgendwie um 15, 16 Uhr bestellt. Ne? Gut, dass die dann am Donnerstag nicht mehr rausgehen in Versand, ist ja klar. Wenn die, glaube ich, irgendwie bis 18 Uhr oder so quasi offen haben. Dann habe ich halt gedacht, am Freitag werden die losgeschickt. Freitag wurden die immer noch nicht losgeschickt. Am Samstag auch noch nicht. Tja. Sonst würde ich jetzt auch, also no joke, ich habe mir das richtig gut geplant. Ich habe so am Wochenende, ne, habe mir nichts vorgenommen, habe gedacht, yo, dann kommen die Sachen so am Samstag am besten an. Dann kann ich Samstag, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben, setze ich mich einfach hin und baue meinen PC zusammen. Wurde leider nichts draus. Wurde auch nichts draus, Samstags Podcast aufzunehmen. Nee. Ey, ich freue mich schon auf die Woche, wo wir das erste Mal mit Koyas neuem PC aufnehmen, ey. Genau, wo wir alle können dann wir uns schon mal PC aufnehmen. Können wir uns schon mal eine Stunde Puffer einrechnen. Ja. Das wird richtig spannend. Ja, glaube ich auch. Also, ich habe es ja schon erwähnt, aber der Moment, wo ich dann die Power-Taste andrücke, wird, glaube ich, der kritischste Moment in meinem Leben bisher. Ah, wo er dann merkt, dass er die CPU, also der komplett falsche CPU fürs Mainboard gekauft hat und die einfach reingeprügelt hat mit dem Hammer. Ja, ja, natürlich. Kontakte auch alle durchgebrochen. Ich habe da so einen Hack gesehen. Das soll alles ganz gut funktionieren. Da hat man dann 20 mehr FPS. Ihr seht das jetzt auch gerade gar nicht, aber was mir mal aufgefallen ist, eigentlich könnte Cole ja auch aus unserem Videocall hier rausgehen, weil. Ja, wir sehen ja einfach nur Coles Mikrofon. Man sieht halt wirklich nicht, man sieht halt nur seinen Popschutz, der verdeckt halt so komplett sein Gesicht. Ich wollte es nicht ansprechen. Die Sache ist, man sieht die ganze Zeit dann nur so eine Stimme, die da so hinterher vorkommt. Ich muss das mal im Video zeigen. Ich habe halt so ein Handystand-Ding. Und ich weiß nicht warum oder wofür, aber der Winkel davon ist halt super dumm. Okay, ich habe einen, wo du den Winkel sogar anpassen kannst. Ja, hätte, glaube ich, nicht Geld sparen sollen, weil kauft man billig, kauft man zweimal, ne? Ich hätte mir direkt zum Ding so ein Oktopus-Ding, was du dann so achtmal drehen kannst und dann kannst du das noch um drei Ecken machen und dann kann ich auch im Nebenzimmer mich irgendwie aufs Bett setzen und dann sieht man mich immer noch. Und das wäre angeboten. Ich mache das auch. Ja. Ich mache das ganz professionell und habe mein Handy einfach an meinen Monitor gelehnt. Ja, das habe ich halt auch mal davor gemacht. Aber ich wollte halt upgraden, aber irgendwie war dieses Upgrade ist dann fehlgeschlagen. Kein Upgrade. Tja. Ja, also das waren quasi meine letzten zwei Wochen. Beten und warten, dass erstens mein Gehalt kommt und zweitens, dass ich meine Teile bekomme. Aber irgendwie hat das alles nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. ansonsten haben wir uns ja vor zwei Tagen auf der Kirmes gesehen und im Partydomizil von uns. Das war auch mal wieder ganz schön, weil ich habe euch ja davor, glaube ich, zwei Wochen lang nicht gesehen. Zwei Wochen lang geschwänzt, der Koya. Ja. Genau. Tja, und was habt ihr sonst so getrieben?
Seit der letzten Folge. Ja, ich habe vorgestern auf dem 18. und 19. Geburtstag von meiner Schwester. Deshalb bin ich auch noch etwas geredet. Etwas müde. Ich habe keinen Kater, aber ich bin müde. Ja. Also, dass ich keinen Kater habe, finde ich auch sehr verwunderlich tatsächlich. Ah, bist ja Profi, ne? Naja, das muss halt sein. Hey, also no joke, ich verstehe nicht, wie Leute so viel trinken können wie Yannick. Also, ne, ich war gestern nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, wie viel Yannick gestern getrunken hat. Und dass du dann keinen Kater hast, ist einfach für mich unverständlich. Macht einfach keinen Sinn. Vielleicht können wir ja mal ein paar Tipps raushauen, Yannick. Wie man das als Berufsalkoholiker so macht. Also, ja, also ganz wichtig ist natürlich immer die richtige Nahrung, ne? Die ist natürlich immer eine stabile Grundlage und dann, das ist ja auch ein Geheimtipp, ne? Einfach Wasser trinken. Also, wie viel trinkst du denn immer? Also normalerweise, wenn ich so nach Hause komme, dann exe ich immer gefühlt so eine 1-Liter-Flasche direkt. Mhm. Aber gestern, ich verstehe es auch nicht, aber ich habe gestern nur 0,2 oder so getrunken, würde ich jetzt schätzen. So ein Glas oder etwas mehr. Und mir geht's prima gerade. So. Dafür, dass ich irgendwie 5 Moskau Mule, 10 Kurze oder so und weiß ich nicht, 10 Bier gefühlt getrunken habe. Ja, moin. Also ich glaube, ich könnte mir eins von den dreien aussuchen und da wäre schon bei mir so Game Over. aber beim Saufen, no joke, es gibt da ja immer von irgendwelchen Leuten dann die komischsten Theorien. Da haben wir ja auch einen Kollegen, der irgendwann mal ankam und meinte so, yo, man müsste eigentlich vom Saufen, müsste man einfach erstmal irgendwie so ein paar Esslöffel Öl trinken, weil das cancelt das dann irgendwie im Magen. Und dann kam der mit da irgendwelchen wilden Theorien. Also das ist ja keine Theorie, das ist ja richtig. Aber das verschiebt halt den Effekt nur. Dann wirst du einfach am nächsten Tag auf einmal betrunken. Ja, so schlimm jetzt nicht. Aber ich meine, das Öl, das verhindert ja quasi, dass deine Magenschleimhaut den Alkohol aufnimmt. So, und wenn der Alkohol aber dann halt deinen Körper nicht verlässt, sondern dann halt irgendwann, wenn das Öl halt auch weg ist von der Magenschleimhaut, immer noch da ist, dann wird er natürlich trotzdem aufgenommen, aber dann halt schlagartig, ne? Dann hast du halt nicht ein Bier nach dem anderen, sondern dann hast du halt 10 Bier, die dann auf einmal gleichzeitig knallen. Und das jetzt Trick. So praktisch ist. Musst du halt immer zu jedem Shot noch so einen Shot Öl mittrinken. Das war tatsächlich auch ein Tipp von meinem Mathelehrer, der sagte, man muss vorher vorm Saufen muss man eine Flasche Öl trinken. Jo, damit das dann eine Flasche. Gar nicht schallert, aber dann irgendwann richtig schallert. Einfach so eine Flasche Öl. Flasche Öl trinkst, das soll man mal machen. Ich glaube, dann hätte ich ganz andere Probleme tatsächlich. Jo. Ich glaub, die Flasche Öl schallert aber auch richtig rein. Jo. Bah, imagine. Also ich kann mir ja schon nicht vorstellen, also gut, ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, mal so ein Esslöffel Öl oder so zu trinken. Aber so eine ganze Flasche, bah. Danach muss ja auch safe auch der Magen ausgepumpt werden. Oh, ich kann der Magen doch gar nichts mit anfangen, oder? Ich glaube nicht. Naja, ich musste gerade dran denken, wie deine Verdauung danach aussieht, aber ich glaube, die hast du dann gar nicht mehr. Yes. Da kommt da einfach wieder Öl raus. So 1:1. Naja, Tobi, was hast du denn so getrieben in den letzten 2 Wochen seit der letzten Aufnahme? Das ist eine sehr gute Frage, Cole. Ja? Lass mich überlegen. Also, ich habe natürlich diverse Male Fußball gespielt, das war sehr erfreuend. Sonst bin ich natürlich auf Jobsuche aktuell. Und und ich habe gewählt. Oder ich habe die Wahl verfolgt, aber sonst war nicht so viel los. Stimmt, die Wahl war ja. Wann war die Wahl? Vor einer Woche? Ja. Ey, no joke, ist irgendwie so. Kaum ist irgendwas passiert, zum Beispiel eine Klausur, dass man eine Klausur geschrieben hat oder so, oder irgendein anderer wichtiger Termin ist so, 3 Tage später fühlt sich das an, als wäre das so irgendwie vor 4 Monaten gewesen. Ist einfach insane. Ja. Immer bei der Wahl sagt ihr was Gutes. Gut, ja, ich wollte gerade fragen, wie bei euch so im Wahllokal. Ob es da auch so lange Schlangen gab. Aber ihr habt ja alle Briefwahl gemacht. Wir alle. Ja. Wir alle haben Briefwahl gemacht. Wir alle beide.
Ja, ja denn bei mir im Wahllokal war voll. Also ich war voll. Du warst auch im Wahllokal, einfach nur ein bisschen zu pöbeln. Ich bin da einfach hingegangen, um die Leute abzufangen. Aber wählen sie auch die NPD. NPD ist eine gute Partei, ne? Ja, bei mir muss ich sagen, war wirklich eine lange Schlange. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal, dass ich so eine lange Schlange erlebt habe, habe ich einfach noch gar nicht erlebt, weil ich bisher nur einmal wählen war. Aber wie lange hast du denn da gewartet? Ja, jetzt nicht so lang, aber 2 Minuten, perfekt. Ja, ich habe da vielleicht so 5 bis 10 Minuten gewartet, irgendwie sowas. Ja, guck mal, 5 bis 10 Minuten habe ich, glaube ich, mit meiner Briefwahl nicht. Ja, doch, habe ich schon. Insgesamt habe ich wahrscheinlich auch 10 Minuten gebraucht für meine Briefwahl. Die Sache war, ne, man nimmt ja natürlich seine Wahlbescheinigung mit und ich habe die halt vorher erst nicht finden können. Und dann habe ich mich blöd. Zu Hause erstmal auf die Suche gemacht, ne, und habe die dann immer doch gefunden. Dann weiß ich, okay, perfekt, ne. Hab die irgendwo hingelegt, hab mich fertig gemacht, hab die eingesteckt, dann stand ich vorm Wahllokal, dann hol ich so Briefumschlag raus, ne? Hol den Brief da raus, ne? Also die Wahlbescheinigung, und dann sehe ich da, dass da auf einmal ein Sparkassenzeichen drauf war. Habe ich einfach den falschen Brief mitgenommen, dachte ich auch so, ey, perfekt. Aber ich habe festgestellt, man kann halt auch ohne die Wahlbescheinigung wählen. Man braucht ja eigentlich nur seinen Perso und dann, sollte das alles. Ich hätte mich gefragt, wie ist das eigentlich, weil. Ach doch, wenn du eine Briefwahl beantragt hast, wissen die das wahrscheinlich, ne? Aber sonst könnte man auch einfach doppelt wählen, einfach das System umdrückeln. Ja, normalerweise. Naja. Ich glaube, du stehst dann da quasi an dem Tag auch gar nicht auf der Liste drauf. Stimmt, ja, gut. Die werden da sicherlich irgendein System haben, sonst wäre kompletter Scam. Ja. Wo Kur jetzt doch schon auf das Thema angesprungen ist, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ergebnis? Hätte besser laufen können, aber Was man bekommt. Ist natürlich jetzt mal abwarten, dass die Koalitionsgespräche ergeben, ne? Ey, dann, also Jamaika-Koalition kurz 10 Strahl, ey. Ja, 10. Da muss die Ampel her. Wir sind ja alle Ampel-Fans. Ja. Würde ich jetzt mal so vermuten. Außer wenn die rote ist, dann nicht mehr. Alter, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ob das auf TikTok war oder ob mir das irgendjemand geschickt hat. Auf jeden Fall war da von einem eine Insta-Story, der so gefragt hat in seiner Story, warum auf einmal alle so über Ampeln reden und so begeistert davon sind, dass es Ampeln doch schon lange gibt. Stark. Dass es nichts Neues ist. Und so. Da kannst du ja auch nur denken, yo, warte mal, Alter. Komplett lost. Ja. Da fragt man sich dann immer, ob die Leute wirklich so blöd sind oder ob es halt einfach wirklich nur so, für den Fame so ein ist. Joke ist. Ja. Aber mir ist erst nach der Wahl aufgefallen, als ich dann immer die Ergebnisse von den Erstwählern gesehen habe. Und dann war ich so, ja, ne, die 18-, 19-Jährigen, ne, was die da so gewählt haben. Die BWL-Maries. Und mir ist dann einfach wirklich so, ich glaube, einen Tag später aufgefallen, hey, ich bin auch Erstwähler. So. Weil ich habe 2017 durfte ich nicht mitwählen, weil ich dann drei noch keine Erstwähler. 18 war. Ja, ja, so, und dann in dem Moment ist mir halt aufgefallen, so, ey, wir sind ja fast alle Erstwähler. Jung. Krank, ne? So ist es. Aber wirklich, no joke, ich verstehe nicht, Erstwähler, wie du da die AfD wählen kannst. So, wieso, warum? Ich bin immer noch. Ich find's immer noch crazy, was die FDP für ein Comeback erlebt hat. Auch wie viele Erstwähler die gewählt haben. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass gerade dieses Geringverdiener-Meme für manche Leute halt noch so ein Anstoß war, halt so aus Joke halt einfach, weil sie kein Geringverdiener sein wollen oder sind oder so, quasi sich nicht so fühlen, die FDP zu wählen, weil die das halt nicht so seriös genommen haben vielleicht, also mit der Wahl. Das wäre schon los. Also kann ich mir halt legit vorstellen, dass manche Leute sich das so gedacht haben, dass es so funny wäre. So, und halt einfach, weil der Lindner, also das muss man dem ja lassen, auch wenn seine Politik natürlich nicht für jeden was ist. Der Lindner an sich, finde ich halt schon eigentlich so einen der sympathischsten Politiker, die wir so haben. Der ist halt so relativ gut, so kommt er halt mit dieser Generation klar, ne? Der versteht, was ein Meme ist und so, das sind halt schon viele, vor allen Dingen halt Parteispitzen halt komplett raus, ne? Ja.
Aber ich meine, hier gibt es ja auch der Timo Wölken oder so, der ist natürlich auch so ein ja, aber, junger also ich Politiker, mein, aber der ist halt nicht so groß wie eben, der Lindner jetzt. Und ja. Deshalb unter den Großen ist halt der Lindner meiner Meinung nach der sympathischste. Habt ihr eigentlich mitbekommen, ja. dass der Herr Amthor sein Direktmandat verloren hat? Ich glaube ja, sogar wirklich. So, hinter der AfD ist er doch sogar gelandet, ne? Ja, ja, ist Dritter in seinem Wahlkreis geworden. Ja, da frage ich mich auch, also ich meine, Amthor wurde ja gefühlt nach der letzten, was war das, Europawahl oder nach der letzten Bundestagswahl generell, wurde er ja, glaube ich, so ein bisschen als der junge Gegenspieler zu Rezo aufgebaut oder generell zu diesen, für diese junge Generation, so also als Ansprechpartner irgendwie. Ja, und ich muss sagen, irgendwie hat der in dieser Bundestagswahl, so am Anfang hat er ein bisschen mitgemischt gefühlt, aber dann ist er ja relativ schnell irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden. Nein, der hatte ja auch diesen Skandal, also. Weiß nicht, ja, ob das so klug gewesen wäre, den da jetzt in die Front zu preschen. Ja, vor allem halt den so als jungen Kandidaten zu sehen, dass, also so wie der sich verhalten hat, zieht das ja auch nur bei älteren Leuten, die dann halt denken, der wäre hip ja. oder so. Ja, wie alt ist der Typ eigentlich? Weiß das jemand? Ich glaube etwas über 30. Lässt sich ja schnell herausfinden, ne? 28? Ist der nicht so unter 30? Der, ja eben, ich wollte gerade sagen, 27 oder 28 hätte ich jetzt geschätzt. Ich hätte ihm auch eine 40 abgenommen. Ja, ey, no joke. Nee, so alt sieht er nicht aus. Aber. Aber der sieht, no joke, ich verstehe, was Tobi so sagt, weil der sieht irgendwie aus, als wäre der relativ alt, aber irgendwie gleichzeitig, also als wäre der alt, wird aber jung aussehen, so. Ganz, ja. ganz wild. Also ich meine, ich mag den Amthor an sich ja auch nicht, aber was ich dem halt lassen muss, der kann auf jeden Fall gut Leute mit ja. Worten fertig machen und eine Diskussion gewinnen. So bei Bundestags-Highlights oder so, die mir schon mal ab und zu recommended werden, die ich mir dann auch manchmal gerne angucke, so da sieht er schon relativ solide aus, aber dann ändert halt nichts an der Person. So im ja, true. Vor allem, weil es halt auch ein CDUler ist. Ja, das ist halt sowieso die Situation. Ich finde es einfach so lustig, wenn in diesem Wahlkampf auf einmal sind alle Parteien, ja, der Klimawandel und generell Klimapolitik, das haben wir jetzt erkannt, so das ist jetzt wichtig, so jetzt müssen wir handeln, du bist so, Motherfucker, so, das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten wichtig, so. Und auf einmal tun die alle so, ja, ist jetzt wichtig. Ja, vor allen Dingen, wenn sich halt eine CDU jetzt damit aufstellt, dass die für, hier für Modernität und für Umwelt und so da sind, ja, letzten 16 Jahre hat die das auch nicht interessiert, so als wäre die da jetzt so eine Vorzeigepartei. Ja. Ich fand das, ich musste da jetzt auch gerade nur dran denken, noch, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das auf Twitter gesehen habe, ein Video von einer Reaktion vom Lindner. Ich irgendwie die Weidel war in irgendeinem Interview und der Lindner war auch da. Und die Weidel hat davon gesprochen, dass sie ja dieses Jahr stärker geworden wären. Mhm. Obwohl halt im gleichen Zeit, zur gleichen Zeit halt eine Statistik eingeblendet wurde, wo halt klar und deutlich stand, dass sie halt irgendwie 3% verloren haben oder was ja, das ja, war. Es wurde, also die Moderatorin hat es halt so vorgelesen, so von wegen so, yo, AfD 2% verloren. Und da hat die Weidel irgendwie so angefangen, ja, also davon ist ja was an die Freien Wähler gegangen und hierhin ist ja was hingegangen. Und wenn man das jetzt abziehen würde, sind wir ja eigentlich stärker geworden und wir haben uns ja etabliert. Die hat da so, also die hat so umgedreht, das war also, so lost. Wenn man die Leute, die was anderes gewählt haben, wie das zu uns zählen würde, ja, dann, das war so dumm. Hätten wir gewonnen. Naja, ich meinte sie das nicht im Sinne von Leute, die dieses Jahr und quasi die Jahre davor schon mal AfD gewählt haben, sind mehr geworden. Also das macht auch keinen Sinn, aber das ist quasi, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen, als würdest du auf YouTube keine Klicks mehr machen, würdest aber sagen, ey, aber da gibt's noch ein, zwei neue Abonnenten, so, ne? Also, let's go. Den Erfolg nehme ich mit. Ich hab das nicht, ich hab da keinen Faktencheck gemacht, ne? Aber mir ist das so oft auf Twitter und TikTok über den Weg gelaufen, dass die Weidel ja irgendwie lesbisch ist, mit einer Ausländerin verheiratet ist. Ja, in der Schweiz, glaube ich. Und gar nicht mal in Deutschland wohnt. Naja. Die Sache ist, mir dann auch noch denken musste, jo, Alter, wie kann es sein, dass du in dieser Partei bist? Die Sache ist halt einfach, die Frau von der lebt ja, glaube ich, in der Schweiz oder kommt aus der Schweiz, irgendwie sowas, aber hat halt Wurzeln aus, ich weiß nicht was. Und ich glaube, die Lebenspartnerin oder Frau von der, die kämpft halt in der Schweiz für die Ehe für alle.
So, aber die Weidel kämpfte Deutschland gegen die Ehe für alle. So, was? Das macht wirklich null Sinn. Aber ganz wild war auch irgendwie, in einem anderen Wahlkreis hat irgendein Typ rumgeheult, dass er halt Prozente verloren hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der das gesagt hat. Aber der hat halt einfach seinen Wahlkreis, seine Frau verloren. Und hat sich da halt dann auch auf Twitter öffentlich drüber ausgeheult und sowas. Und meinte so, ja, Frauen, ist ja toll, dass sie in der Politik sind, aber nur weil es eine Frau ist, muss sie doch jetzt nicht mehr Stimmen bekommen oder mehr gefördert werden oder so. Und es ist einfach seine fucking Ehefrau. Da bin ich nicht drauf klargekommen. Was in manchen Wahlkreisen oft passiert, ist einfach so komisch. Habt ihr es mitbekommen von dem einen Typen von der südschleswigschen Wählerschaft oder so? Das ist ja, glaube ich, so eine dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. Und der hat da ja für seine Partei so ein Direktmandat gewonnen. Und deswegen ist diese Partei jetzt, glaube ich, mit einem Direktmandat als Minderheitspartei im Bundestag. Und er sitzt da jetzt quasi so als Alleiniger von seiner Partei, so ganz allein im Bundestag. Ja, ja. Auch schon fast. Super auch wild. Ich habe gerade nochmal hier die Alice Weidel-Story nachgeschlagen. Also ihre Freundin kommt aus Sri Lanka, wohnt jetzt in der Schweiz, also ist Schweizerin und kämpft irgendwie in linksliberalen Kreisen für die Ehe für alle. Alice Weidel hat 2018 im Bundestag für die Aufhebung der Ehe für alle gestimmt und ist halt in der AfD, ne? Also das ist... die Frau, also da kannst du mir doch nicht sagen, dass ihr das ernst meint. Also das ist doch irgendwie... Weiß ich nicht, ein Real-Life-Troll oder so. Du musst dir mal überlegen, ich glaube, die haben auch mehrere Kinder zusammen. Ja, zwei Söhne. Stell dir das doch mal vor, wie die alle zusammen irgendwie am Frühstückstisch sitzen und dann, weiß ich nicht, hörst du irgendwie aus der Tagesschau eine Nachricht oder liest irgendwie in der Zeitung irgendeine Nachricht und dann sagt die eine so, yo, nee, keine Ahnung, so, nee, Ausländer raus, ne? Und die andere ist so, ja, aber Ehe für alle und so, wir müssen ja... Ein bisschen ja für alle irgendwie tolerant sein. Wie kann das funktionieren? Oder sagen die einfach so, ja, bei uns zu Hause ist einfach politikfreie Zone. So. Ja, muss ja sein. Also. Ich möchte dich abschaffen und der andere möchte den anderen abschaffen, aber zu Hause ist einfach so. Ja, beim besten ist ihre Freundin halt auch noch gegen Rechte oder so und dann schaffen die sich wirklich gegenseitig ab. Wahrscheinlich, die haben auch irgendwie so einen Vertrag wahrscheinlich an die Weidel aufsetzen lassen, dass sie halt gegenseitig sich nicht informieren oder drauf gucken, was der andere für eine Politik macht. Ja, das ist halt einfach so ein... Die eine muss in Deutschland bleiben, die andere muss in der Schweiz bleiben. Ja, jeder sein eigenes Land. Ja, safe. Weißt du, die eine kommt dann mit so einer Regenbogenflagge nach Hause und ja, guck mal, Schatz, oh, die sieht aber schön aus. Und die andere ist dann so, jo, hier, schön Hakenkreuzflagge, let's go. Oh, ich habe hier noch die alte Wehrmachtsuniform von meinem Großvater gefunden. Die werde ich jetzt zum Abiball unseres Sohns anziehen. Chilling. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich will jetzt ja auch keine Gerüchte oder so in die Welt streuen, aber ich glaube, Alice Weidel ist ja auch, er stammt aus irgendeiner Familie, die so im Dritten Reich quasi auch von den Nazis so. Nee, das war nicht Alice Weidel, das war eine andere von der AfD, wie heißt sie denn? Oder ist das Beatrix? Ja, genau, ja. Achso, ja, okay, dann nehme ich das wieder zurück. Aber da gibt es auch eine, da muss ich auch gerade dran denken. Die ja noch schön von den Nazis profitiert haben, der, ich weiß nicht, Opa oder so, oder Urgroßopa. Ich meine, bei der AfD ist halt auch ein sehr gutes Zeichen, dass der Parteigründer himself schon vor ein paar Jahren halt gequittet ist, weil eben seine eigens gegründete Partei zu rechts geworden ist. Also, dann weiß sie ja schon, was abgeht. Ja. Sprichst du gerade über den Bernd Höcke? Ich weiß tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wer die AfD gegründet hat. Ja. Das war gar kein bekannter Name, meine ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die haben sich doch auch alle gestritten und streiten sich immer noch, weil halt die AfD ist irgendwie so ein Auffangbecken für alle, die rechter als die CDU sind, aber quasi auch so bis zum äußersten rechten Rand gehen. Ja, also ich meine, es gibt sicherlich AfD-Politiker, die jetzt nicht komplett rechts sind oder so. Aber, also die halt noch vielleicht vernünftig sind. Aber vernünftig trotzdem, weiß ich nicht, aber die zumindest nicht ganz rechts. Nein, aber die halt noch ein bisschen trotzdem Hirn haben und nicht so hirnverbrannt sind.
Ja, aber sicher. Dann sind sie halt trotzdem in der AfD falsch, so. Ja, dann haben die halt trotzdem irgendwas im Gehirn nicht ganz richtig. Ach. Also AfD, haben wir jetzt heute genug drüber gesprochen. Meinst du? Naja. Gibt sonst noch irgendwas, was in den letzten zwei Wochen passiert ist? Ich bin die ganze Zeit gerade am Überlegen, ob es da irgendwelche großen Nachrichten gab, die man jetzt hier im Podcast besprechen könnte, besonders um, weiß ich nicht, ein bisschen Clickbait zu betreiben und einfach ein paar Halbwahrheiten hier wieder rauszuschallern. Dass die Grünen das Tempolimit nicht mehr abschaffen wollen? Wenn wir nochmal bei der Politik bleiben wollen? Da haben wir ja, glaube ich, im Podcast waren wir ja auch alle so, ja, keine Ahnung, ist uns alle so ein bisschen gleichgültig, I guess. War das ja nicht bei uns in der letzten Folge so? Klar, aber ich meine, ich verstehe es auch auf der einen Seite, dass man natürlich den Parteien, also den möglichen Koalitionspartnern so entgegenkommen will. Aber wenn man halt so früh schon einen seiner Themenpunkte halt quasi. Ja, ich meine, haben die ja nicht offiziell gemacht, ne? Also weiß man ja, nicht, was sie da reden. Yo, aber ich bin auch mal gespannt, ob die Grünen überhaupt mit der FDP zusammenfinden werden. Ja, ich glaube, da ist auch wieder so ein Ding wie 2017. Wie war das nochmal? War da nicht quasi Jamaika im Gespräch? Ich werde ja, wie hat der Lindner gesagt, lieber gar nicht regieren als falsch regieren. Ja, da muss ich auch nicht sagen. Gesagt. Da habe ich Respekt. Also da, ich habe diesen Ausschnitt gesehen, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber da hat er sich ja, ich glaube, bei der Tagesschau oder bei den Tagesthemen quasi so einen Fragenhagel gestellt. Da muss ich sagen, habe ich doch irgendwie ein bisschen Respekt für den Lindner gewonnen, weil er halt auch so gesagt hat, ne, das 2017 ist halt quasi auch irgendwie ein Versprechen an die Wähler, dass man nur regiert, wenn man quasi auch Themen durchbringen kann. Ja, ich meine, diesmal hat er gesagt, dass er unbedingt regieren will, also weiß ich jetzt nicht. Fatt. Nein. Ja, doch, der hat gesagt, diesmal will er auf jeden Fall regieren. Okay, alles klar. Perfekt. Er hat auf jeden Fall Bock, der Junge. Habt ihr denn auch schon? Gutes. Was? Okay, rede. Nee, mach du. Nee, rede ruhig, ich wollte ein neues Thema anschauen. Janik, du wurdest gerade schon zweimal abgebrochen, deswegen. Ja, dass auch der Laschet jetzt mittlerweile so viel Unterstützung aus der CDU erhält. Ja, zu Recht. Dass die CDU schon den eigenen Kanzlerkandidaten gar nicht mehr ernst nimmt. Dann machst du nichts, ne? Ja, toll, also, jetzt. Ja, cool. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das hat ja auch gefühlt auch jeder festgestellt vor der Wahl, dass irgendwie alle Kandidaten jetzt nicht so fürchterlich geeignet wirken. Wo ich aber auch sagen muss, Baerbock. Die Baerbock, weil da war ich erst zwiegespalten. Am Ende hätte ich gesagt, ja, kann die ruhig machen. Ja, finde ich auch, aber ich sag mal so, man kennt die Frau Baerbock ja noch nicht so richtig, sag ich mal, in der breiten Masse. Also, weil die halt noch nicht unbedingt irgendwelche Ämter oder so inne hatte, quasi so auf der Bildfläche aufgetaucht ist, wie vorher der Scholz oder auch der Laschet. Aber an sich weiß ich nicht. Genau, das wollte ich sagen. Ja, also ich hätte mir die Baerbock gut vorstellen können. Tobias, was war dein Thema? Ich wollte dich, Janik, fragen, wie weit du mit Squid Game bist. Folge 4 oder 5, ich weiß es gar nicht genau. Cool, ja, hast du es schon geguckt? Das haben wir doch schon am Freitag festgestellt, dass ich das schon längst fertig geguckt habe. Ach, du hast schon durchgeguckt. Ja, und Kolja sollte ja nicht spoilern. Ja, okay. Genau. Das war das. Also beziehungsweise also, Kolja und noch eine andere da ansässige anwesende Person. Aber um jetzt mal alle abzuholen, diese Netflix-Show Squid Game, die ist ja momentan ordentlich im Hype, wa? Ja, ich finde sie eigentlich auch ganz gut. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, yo, krank, krasser Scheiß. So, ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber sie ist gut. Muss man der Serie lassen. Ja, schließe ich mich an. Ja, ich glaube, ich habe ungefähr so viel geguckt wie Yannick und ja, kann man so sagen. Kann man gut gucken. Ich finde es irgendwie immer komisch, wenn man, so, ich sag mal, wenn man vor dem Hype irgendwas gemacht hat oder geguckt hat oder so, und dann sind da halt Leute, die das dann so immer so richtig hochhypen. Und zum Beispiel bei Squid Game, also ich verstehe, das ist eine ganz gute Serie so. Ich fand die ganz cool beim Gucken. Wie Yannick schon gesagt hat, ne, kann man halt
Kann man sich halt gut mal angucken. Aber ich fand jetzt nicht, dass die so krass überragend war oder, weiß ich nicht, direkt so, yo, hier bekommst du einen Oscar für die Serie, weil die so geil war. Deswegen ist immer so ein bisschen, wenn dann der Hype kommt, ich weiß nicht, fühlt sich also ich meine, das mit dem Hype kann natürlich auch wirklich stark schaden, wenn die Leute halt so durch den ganzen Hype dann denken, boah, übel krasse Serie, und dann kommt halt diese Serie, die zwar gut ist, aber nicht so, wie sie erwartet haben. Aber wäre halt dieser Hype nicht da gewesen und hätten wir nicht drüber gesprochen, dann hätte ich, glaube ich, Squid Game gar nicht geguckt. Weil ich habe die Serie zwar auf Netflix gesehen, die wurde mir da recommended, aber vom Namen her habe ich halt schon gedacht, was das für ein Scheiß, und habe halt einfach das Ding ignoriert. So, weil wenn du halt Squid Game hörst, dann... Ich habe, glaube ich, actually erst... Und das Bild dazu siehst, so, dann denkst du halt nicht, dass das irgendwie... halt, also dann denke ich halt nicht, dass das eine Serie für mich wäre, die mich interessieren würde. Ja. Ich muss mal eben einmal stoppen. Ich glaube, wir sollten nämlich... quasi einmal eine kurze Zusammenfassung geben, worum es überhaupt in der Serie geht, weil Leute, die jetzt die noch nicht geguckt haben oder noch nicht angefangen haben, sind wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, der eigentliche Plot von dieser Serie ist, ohne jetzt viel zu spoilern, weil das findet man in der ersten Folge halt heraus, ist, dass irgendjemand ganz viele Leute, die Schulden haben, quasi so zusammentrommelt und denen die Chance gibt, sehr viel Geld zu gewinnen, indem die in so einer Art, ich weiß nicht. Jemand hat das mit Hunger Games verglichen, das fand ich eigentlich ganz passend. Ja, das ist quasi aber so ein Hunger Games. Ist halt, und es gibt also nur einen Gewinner. Und die müssen halt also immer so. Ja, sorry. Nee, ich wollte nur so. Die müssen halt immer so verschiedene Spiele quasi bestehen, und ne, da fallen dann, sag ich jetzt mal, immer Leute durch. Da werden dann Leute disqualifiziert. Spiel ausscheiden. Ja, und am Ende kann halt nur einer das ganze Geld gewinnen. Ich weiß gar nicht. Ich finde den. Ja, sorry, du. Das wollte ich nämlich gerade kurz sagen zu dem Hunger Games-Vergleich von Cole, den Cole auch genannt hat. Weil. Ich habe also gesagt, das ist wie Battle Royale. Tobi hat gesagt, das ist wie Hunger Games. Ja, weil. Ja, sorry. Nee, weil ich meine, natürlich ist dieser Faktor da, man spielt gegeneinander und die Leute verrecken, aber es ist ja halt nicht, es ist ja nicht wie Hunger Games, so deshalb. Ja, aber ich finde, das hat schon einen ähnlichen Vibe irgendwie. Ja, aber bei Hunger Games geht's ja darum, zu überleben, indem du halt die anderen Leute umlebst. Ja. So, und ja. Bei Squid Game geht's ja halt darum, bei diesen Spielen, die halt vom Spielcharakter her dich töten, zu überleben. Also, und nicht dadurch, dass andere Leute dich mit dem Säbel abstechen wollen. Also. Ja. Irgendwie, also bei mir war das so, ich habe irgendwie letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal den Namen überhaupt gehört, und dann habe ich es irgendwie gefühlt jeden Tag dreimal gehört, und dann haben wir irgendwie drüber gesprochen auch, und dann habe ich gedacht, guck ich doch mal rein. Aber ich habe irgendwann vorher gehört, dass es irgendwie so ein bisschen irgendwie horrormäßig war, und darum habe ich halt gedacht, so ja, direkt gucke ich mir nicht an, aber eigentlich nicht. Also man sieht halt, wie Leute erschossen werden, aber sonst ist da jetzt bisher noch kein Horror drin gewesen. Hey, also ich fühle halt so Horror-Serien gar nicht. Dann guck auch besser nicht Bond. Ja, weil da sterben auch Leute. Haben wir auch nicht. Ey, Mann, jetzt spoiler mich hier nicht. Ey, das ist schon frech. Ich hab gedacht, das wird der erste pazifistische James Bond, wo die Leute immer nur ausgenockt werden oder so. Cool, wann gehst du denn in James Bond? Steht noch nicht ganz fest, aber wahrscheinlich irgendwie so am Dienstag oder vielleicht Mittwoch nächste Woche. Also quasi, wenn die Leute die Folge hören, könnte ich wohl möglich schon auf dem Weg ins Kino sein oder den Film schon gesehen haben. Ich gehe wahrscheinlich tatsächlich Montagabend, darum kann ich da dann auch nicht mehr Fußball spielen. Tja, dann müssen wir das wohl mitziehen. Das passt mir aber eigentlich auch relativ gut jetzt. Aber da ist aber frech, Tobi. Ja. Nee, aber Yannick war ja schon in James Bond, wa? Ja. Ich kann schon hier spoilern. Kannst du empfehlen für die Zuschauer und für uns natürlich? Ja. Ist das ein solider James-Bond-Film, oder? Ist ein solider James-Bond-Film. Ich kann sagen, das Ende hätte ich mir jetzt so nicht gewünscht, persönlich, aber ja. Ich habe gehört, man sollte sich vorher noch mal den letzten Film angucken. Stimmt das? Ja. Oh shit, was passiert denn in dem letzten Film? Ich weiß nämlich auch gar nicht mal. Ja, warte, da gibt's doch irgendwas mit R, glaube ich. Skyfall, der vorletzte, ja, ne? Ja. Spectre ist der letzte. Der davor. Also, man muss den nicht geguckt haben, sag ich mal so. Man kann es trotzdem verstehen. Ich habe ihn aber vorher nicht nochmal geguckt. Mhm. Aber wenn man halt dieses Hintergrundwissen noch hat,
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich erinnere mich absolut gar nicht mehr. Ey, no joke. James-Bond-Filme sind bei mir einfach, keine Ahnung, chronologisch einfach irgendwie durcheinander. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das, ob euch das bringt, was das bringt, wenn ihr wisst, dass halt der Christoph Waltz damit gespielt hat. Ja, ja, das weiß ich, aber das kann ich jetzt trotzdem nicht sagen. Das ist da, wo halt am Ende da dieses, das von Christoph Waltz da gesprengt wird, diesem Krater oder was. Ja, das erinnere ich mich auch noch dran, aber. Du meinst diese Basis, die dann einfach so. Genau, also genau. Einmal so. Vielleicht leih ich mir den, wann ist denn Montag? Ach, Montag ist schon morgen. Ja, dann muss ich mir den vielleicht heute Abend ausleihen. Ah, mal schauen. Ja, also wie gesagt, musst du nicht machen. So, okay. Das ist jetzt nicht, ist kein Must-Have. Also. Okay. Ich weiß nicht, also ich habe mir bisher, ich habe glaube ich noch nicht mal einen Trailer gesehen. Ich auch nicht. James Bond Film. Das mache ich aber auch extra nie. Ja, ich auch. Ganz unvorbereitet. Mittlerweile gucke ich selten Trailer. Das stimmt. Ich muss sagen, es ist auch mal geil, wenn man einfach in so Filme reingeht, wo man wirklich keine Erwartung dran hat. Zum Beispiel in dem letzten Film, wo ich im Kino war, 1917. Davon schwärme ich. Das war dein ja letzter Kinofilm. Im Podcast. Ich glaube schon, müsste. Und da bin ich halt so super unvorbereitet reingegangen, weil ich wusste halt nur, dass 1917 ist halt irgendwie ein Kriegsfilm. So. Aber deswegen war ich halt auch so geflasht von dem Film, weil ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe. Ja, ich finde es eigentlich. Ja, also. Sag du erst. Nee, du. Ich überlasse dir das. Ich überlasse. Ich finde es eigentlich auch immer ganz geil. Also, gerade wenn das halt so Filme sind, wo ich weiß, so irgendwie, entweder die sind gerade übelst beliebt oder ich kenne halt schon andere aus der Reihe oder so, dann gucke ich mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so auch besser aus, sonst habe ich nie reingeguckt. Weil halt doch irgendwie immer so eine Szene drin ist, so, die dich dann so ein bisschen spoilert, die dich so ein bisschen so. Wo du schon ein bisschen zu viel weißt vielleicht. Und darum ist eigentlich ganz geil, immer wenn du so ohne Trailer oder so dir so einen Film reinziehst. Also da muss ich tatsächlich sagen, bei Star Wars habe ich das nicht gemacht, weil bei Star Wars sind die Trailer immer so auch so ein Weil. Also die Trailer sind eigentlich auch bei Star Wars immer sehr nice. Deshalb habe ich mir den schon angeguckt, aber so das, was du sonst gesagt hast, halt mit dem von Serien, die man jetzt so kennt, wie Bond oder so, da brauchst du dir halt den Trailer nicht anzugucken, weil du weißt halt eigentlich schon, dass der Film nice wird. Ja. So, wenn mich jetzt jemand fragt, kommst du mit in den und den Film und ich absolut gar keine Ahnung habe, was das ist für ein Film, dann gucke ich mir vielleicht schon mal einen Trailer an. Ja, genau. Das letzte, das war dann hier das gutes Beispiel auch. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Tenet oder irgendwie sowas in die Richtung hier, dieser Film, wo alles rückwärts läuft, teilweise, also manche Sachen halt auch rückwärts. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall. So halt, so einzelne Filme, da muss man sich ja trotzdem schon mal irgendwie vorher informieren, um zu wissen, ob das halt was für einen ist. Ja. Ich genieße gerade die Kameraperspektive von Koya schon sehr. Koya hat das Handy gerade in seinem Gesicht. Mir ist gerade die Idee gekommen, beziehungsweise der Einfall generell, dass wir ja schon im Oktober sind und dass ja bald wieder eine neue Staffel von The Mandalorian rauskommen müsste. Ja, dann muss ich mal langsam eine Rüstung hier fertig haben, ne? Scheiße. Wann denn? Ja, und ich wollte gerade herausfinden, wann die denn genau erscheint. Das ist halt. Ja, da muss ich auch noch reinschauen. 12.11. anscheinend, also in knapp einem Monat. Natürlich. Mal gucken, ob ich heute Abend noch James Bond schaue, aber Mandalorian muss ich auch auf jeden Fall schauen irgendwann. Also, ja, kannst du ja dann machen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Kannst du ja dann machen, kannst du ja Disney Plus holen oder mitgucken, wie auch immer. Ich denke, da werden wir ja irgendeine Art von Account-Sharing sicherlich machen. Oh, nee, machen wir natürlich nicht. Also, wenn jemand so also, machen wir nicht. Disney-Anwälte, das war jetzt nur ein Witz, so. Ja, nein. Satire. Stilistisches Mittel, um diesen Podcast hier aufzuwerten. Wenn du dir Disney Plus holst, dann kannst du ja einfach dann, also, sie einfach dann holen, wenn die Staffel 3 draußen ist und dann einfach 1 bis 3 gucken. Kurz mal durch so. Genau. Sind ja nur, glaube ich, weiß ich nicht, 8 Folgen pro Staffel oder sowas in die Richtung. Ja. Ich glaube, ich werde es mir auch noch mal gönnen. Eigentlich habe ich gerade Bock, Mandalorian noch mal zu gucken. Ich glaube, ich hole mir diesen Monat schon Disney. Mal gucken. Dann werde ich mich vielleicht dem anschließen und mir auch Disney Plus holen. Also für mich selber nur. Alleine.
Weil ich würde mir dann vielleicht die Staffel auch nochmal selber alleine angucken auf meinem Account. Nein. Oder ja. Wir machen ein Public Viewing, so. Wir treffen uns zum gemeinsamen Mandalorian. Ja, oder, genau, oder wir treffen uns, das kann man ja auch machen. Ja, am nächsten Samstag setzen wir uns hin und gucken einfach beide Staffeln durch. Ja. Von morgens bis abends oder von mittags bis abends, seid ihr dabei? Ah, lass Sonntag machen. Das habe ich schon einmal gemacht, das war anstrengend. Jeden Tag eine Staffel. Ich durchzugucken. Ja, ja, ich meine, ich habe zwei Staffeln an einem Tag geguckt, so deswegen ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Boah, aber wir müssten eigentlich uns mal treffen und einfach irgendwie so alle Star Wars Filme auf einmal gucken oder irgend so. Ja, lass mal. In sowas. Und dann alle Serien, Clone Wars und sowas auch alles durchgucken. Wir nehmen uns alle zwei Wochen Urlaub und dann also ich habe einmal, ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich glaube, auch weil es bei Disney Plus war, habe ich hier Clone Wars geguckt, glaube ich, oder halt irgendeine der animierten Star Wars. Ne? Also das ist ja wirklich retardet, ne? Also sorry, aber das ist so weird. Diese Droiden, die fangen da auf einmal an zu sprechen und so und machen irgendwelche schlechten Witze und so. Da merkst du halt richtig, dass diese Serie so auf, weiß ich nicht, 10-jährige Kinder ausgelegt ist oder sowas. Ja. Also das kannst du dir als erwachsene Person, sag ich jetzt mal, nicht mehr so gut geben. Das ist schon ganz, ganz komisch. Ich liebe aber bei Star Wars The Clone Wars, wenn die am Anfang einer Staffel quasi das Setting gerade so erklären, und dann kommt da ja immer diese Stimme in so einer ganz bestimmten Tonlage und dann so eine Musik im Hintergrund. Ich liebe das einfach. Also ich würde mir einfach am liebsten nur so die ersten 30 Sekunden von so einer Clone Wars Episode angucken. Dann einfach alles so hintereinander geschnitten. Im Bus. Genau, und dabei noch Bus fahren. Das wäre halt die ultimative Kombo. Das wäre richtig Pock. Genau. Weil wir wissen ja alle, egal was man macht, wenn man dabei Bus fährt, dann ist es einfach besser. Zumindest wenn man mit Vornamen Kolja ist. Zum Beispiel Fahrradfahren. Und wenn du dabei noch Bus fährst, so ist es einfach... Junge, 300 IQ, einfach mit dem Crosstrainer im Bus. Ja, ich meine jetzt eigentlich mit so einem normalen Fahrrad immer hin und her fahren und wenn der Bus dann beschleunigt, dann hängst du einfach hinten an der Scheibe. Das ist einfach bestes Gefühl überhaupt. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, muss ich dann mal ausprobieren, wenn du sagst, das ist gut. Genau, ich besuche dich dann im Krankenhaus. Da gucken wir dann zusammen The Mandalorian. Hast dann ja genug Zeit. Ey, Mann, ich habe noch irgendeine Geschichte gehabt, aber... Hast wieder eine Frau am Bahnsteig getroffen? Diesmal habe ich einen Mann auf dem Bahnsteig. Nein, ich hatte wirklich, das ist wieder so ein typischer Podcast-Moment, wenn du eine Geschichte hast, wo du denkst, ey, die könnte ich gut im Podcast erzählen. Und wenn du die nicht sofort aufschreibst, nicht sofort, dann ist sie einfach weg. Jungs, wann geht denn bei euch das neue Semester los? Vorgestern. Theoretisch, ja. Und wann startet ihr rein? Nächstes Semester. Perfekt. Lol. Wenn die Vorlesungen beginnen, ne? Und das ist erst übernächste Woche der Fall. Nee, weil ich bin nächste ja jetzt... Nächste Woche ist ja erstmal erst die Woche. Chillig. Ich bin ja jetzt quasi neuer Studierender wieder. Ich bin ja jetzt quasi wieder Erstsemester. Und ich stehe jetzt berufsbegleitend an der Fernuni. Und ich habe einfach absolut keine Infos. Ist das wirklich eine Uni, Tobi? Ist das wirklich eine Uni oder ist das eine Hochschule? Dann ist das auch eine Fernhochschule. Sagt man das so? Ich war mir gerade nicht sicher, ob das sehr richtig ist. Dann müssen wir nochmal kurz distanzieren, weil eine Hochschule ist für mich keine Uni. Ja, ja. Genau, deswegen wollte ich sagen, das ist was komplett anderes. Genauso wie das Ding da, was du in Aachen da besucht hast. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe bisher noch gefühlt keine Infos bekommen, außer ich weiß, dass Donnerstag eine Einführungsveranstaltung ist. Und ich bin sehr gespannt. Also da habe ich jetzt aber auch so übel viele Videos und Artikel dazu gesehen von Leuten, die jetzt anfangen zu studieren und absolut nicht wissen, was sie machen müssen, ja, weil die Uni denen wohl irgendwie keine Informationen gegeben hat oder so.
Janik, ich muss da mal eine Nachfrage stellen, weil ich habe die Tage eine E-Mail bekommen, wo quasi auch so eine Veranstaltung von unserer Uni stattfindet, auch mit dem Rektor und irgendwie der ganzen Unileitung und so. Da kann man dann halt auch Fragen an die stellen. Falls ich mich nicht vertue, steht in der E-Mail halt so ein Zoom-Link, ne, wo man teilnehmen kann. Und unter dem Zoom-Link ist dann nochmal angeführt, dass die Veranstaltung ja eine 3G-Veranstaltung ist. Wo ich mich auch nur gefragt habe. Das ist ein Hybrid-Event. Kommt auf die. Ja, ich weiß nicht, da steht halt legitim nicht in der E-Mail. Also falls ich es nicht überlesen habe, und da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe es zweimal gelesen, weil ich es so lustig fand, steht da nicht, an welchem Ort das stattfindet, sondern da sind einfach nur zwei verschiedene Zoom-Links. Also, wieso? Also, warum? Ich fand das auch sehr schön mit dem 3G. Na, und ich habe, als ich am Mittwoch Klausur geschrieben habe, der Prof, der war sowieso irgendwie lost, der wusste selber nicht, wann seine Klausur anfängt und wollte eigentlich schon so starten, quasi eine halbe Stunde zu früh. Aber dann saßen wir halt schon ewig in dem Saal, haben halt gewartet, so wollten anfangen und dann kam der Prof so rein, ja, wir müssen leider noch ein bisschen warten. Wir haben hier einen Kommiliton, der noch auf sein Testergebnis wartet. Und deshalb müssen wir noch den Start etwas verschieben. Wo ich mir auch nur dachte, ja, danke, Alter. Mach halt den Test nicht 20 Minuten, bevor die Klausur ist. Müsst ihr da geimpft und getestet sein oder nur getestet für die Umgebung? 3G halt, ganz normal 3G. So, ich meine halt also auch Lost, wenn man nicht geimpft ist. Lost, ne? Ja. Ja, aber... Das sind die Schlimmsten. Ja. Ich frage mich, was haltet ihr denn eigentlich davon, dass ihr PCR-Tests jetzt durch Schnelltests ersetzt worden Abstand. Sind bei der Diskothekenregel und so? Ja, ganz großen Abstand. Also, hä? Was ist das? Ja, aber ich meine, auf der einen Seite kosten natürlich die Schnelltests ab 11. Oktober ja auch, aber natürlich halt weniger auch, ne? Und sind halt auch nicht so effektiv. Wie viel kosten die überhaupt? Ich meine, am effektivsten wäre es einfach, wenn du einen PCR-Test machst und dann am gleichen Tag nochmal dazu den Schnelltest. Das fände ich gut. Ja, ich glaube, da bist du aber auch so 100 Euro los. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ja, deshalb so, ich meine, die Leute, die sich halt nicht impfen lassen wollen, die sollen halt auch einfach mal den Schmerz spüren, wenn sie halt das Geld für den PCR-Test ausgeben müssen. So. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe auch keinen Bock. Das ist halt für die Impfkampagne absolut Schmutz. Ich habe halt auch keinen Bock, dass wenn ich irgendwie in eine Disco gehe, weil ich halt geimpft bin und mich da wohlfühle quasi, dass dann da Ungeimpfte los rumlaufen, die dann vielleicht doch Corona haben. Tja. Aber also gleichzeitig ist ja irgendwie auch ein PCR-Test ist natürlich wesentlich sicherer als so ein Schnelltest. Aber ein PCR-Test, wenn du den machst und dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag mindestens auf dein Ergebnis wartest, so. Ja, da habe ich ja gesagt. Kann natürlich auch noch einiges passieren, so. Klar, ja, genau. Wie lang sind die gültig? Dann wahrscheinlich auch irgendwie 48 Stunden oder so, ne? Schon, ja. Würde ich jetzt davon ausgehen, so in der Zeit kannst du dich halt auch nochmal schön anstecken und. Ja, darum habe ich ja gesagt, erst PCR-Test und dann am gleichen Tag nochmal, also am Tag des Ereignisses noch einen Schnelltest. Aber ich fühle dann auch nicht das Argument, wenn Leute so sagen, ja, es gibt ja Leute, die sich dann halt die PCR-Tests nicht leisten können und deswegen halt an irgendwelchen Angeboten nicht teilnehmen können. Ja, aber dann geh doch einfach auch nicht feiern. So. Ja, ich meine, es gibt natürlich halt schon... Nicht feiern oder geh dich halt auch impfen. Das ist halt so eine kostenlose Alternative, die der Staat einem zur Verfügung stellt. Tatsächlich. Also ich meine, es gibt bestimmt ein paar Sachen, wo es halt echt ein bisschen blöd ist, wenn man da jetzt sich einen PCR-Test nicht leisten kann, aber... Ja, so ja, also das halt heißt, wenn man sich halt. Ich meine, manche können es ja nicht für ihre Krankheiten. Welche aber. Stellen sind denn jetzt wirklich so essentiell für dich, wo du jetzt sagen würdest, da ist das halt scheiße? Also wenn, ja, zum Beispiel könnte ich es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, weiß nicht, im Beruf oder so, wenn du da irgendwo hin musst oder so, keine Ahnung. Ja, aber dann normalerweise wird dann ja auch dein Arbeitgeber das übernehmen, oder nicht? Ja, weiß nicht. Ja gut, okay, mittlerweile. Also ich sag mal so, dein Arbeitgeber darf ja eigentlich auch, glaube ich, nicht voraussetzen, dass du geimpft bist oder so. Beziehungsweise der darf dich auch eigentlich gar nicht fragen, ob du geimpft bist. Und deshalb denke ich halt schon, dass der Arbeitgeber dann dafür aufkommen müsste. Oh, aber. Ja. Ich weiß. Ist halt die Frage, wo jetzt dieser Fall eintritt, dass du, um deiner Arbeit nachzugehen, einen PCR-Test brauchst. Ja. Also ich meine, das, wie soll ich sagen, da bist du ja generell in irgendeinem Bereich, wo dein Arbeitgeber dir auch, keine Ahnung, einen Flug oder irgendeine Reise bezahlt.
Oder selbst wenn du halt irgendwie quasi in deinem normalen Beruf bist und halt nicht reisen musst, aber immer PCR-Tests machen musst, du kannst ja jetzt nicht alle 2 Tage einen PCR-Test machen, so. Also das kann sich auch keiner leisten. Also da muss der Arbeitgeber ja sowieso irgendwie einspringen, damit du überhaupt arbeiten kannst. Aber ich weiß es nicht, ist halt einfach so, ist so dumm. Ja, ist richtig. Ja. I agree. Deswegen, aber in der Hinsicht ist es natürlich vielleicht positiver, dass der Schnelltest dann aktueller ist als der PCR-Test. Müssen wir mal gucken, wie sich das verhält. Ne? Ja, aber ist halt auch ungenauer, ne? Also, ja, wenn ich mich daran erinnere, dass mir da eine mal wirklich mein Nasenloch so von außen einmal irgendwie sauber gemacht hat, ich weiß nicht, ob die einfach Angst hatte, mir irgendwie was in die, also so dieses Stäbchen in die Nase zu stecken, aber dann geht auch nicht irgendwie zu so einem Testzentrum, so. Also die hat mir wirklich legitim das Ding so einmal so vor meine Nase gehalten und ich musste dann extra wirklich noch so mit meiner Nase so nach vorne kommen. Ich dachte so, ey, das kann doch nicht sein. So, und wenn du dir dann anguckst, dass solche Leute, die mit so einem Test quasi ein Testergebnis bekommen haben, dass die dann irgendwie feiern gehen wollen, gute Nacht. Ich finde aber halt auch zu dem Thema halt diese ganzen, gibt ja auch da ganz viele TikToks, wo Leute aus Impfzentren oder so halt berichten, dass irgendwelche Leute, die positiv getestet worden sind, irgendwie den 50 Euro angeboten haben, damit die das nicht melden und sowas. Also, Junge. Alles so Schmutzmenschen. Einfach die 50 Euro nehmen und trotzdem melden. Ja, ich meine, du kannst die 50 Euro ja quasi einfach verwahren und zeigst ja noch wegen Bestechung an. So. Ja. Sicherheitsverwahrung. Verwahrst die in deinem Portemonnaie. Ja, und danach gibst du den Kassierer irgendwie an der Supermarktkasse, damit der die 50 Euro dann verwahrt. Ehre. Ja, keine Ahnung. Ich glaube generell, ich war ja auch nicht, als ihr letztens feiern wart, war ich ja auch nicht feiern. Ich fühle feiern momentan halt auch so null. Also generell abgesehen von der Situation, aber noch mal dazu, quasi dann da drauf, fühle ich es halt auch mit der Situation so gar nicht. Ja. Deswegen, ich werde da jetzt sowieso in der nächsten Zeit großen Abstand von halten. Wobei ich finde momentan, also mit Geimpften finde ich, geht's eigentlich sogar, aber. Ja. Also jetzt mit diesen Schnelltests halt schon wieder nicht so geil. Mal schauen. We will see how it will develop. Ja. Beim Mandalorian-Marathon sind wir zum Glück schon alle geimpft, ne? Hoffentlich. Ey, wir müssen uns ja bald vielleicht schon ein drittes Mal impfen lassen, ne? Bald ist gut. Also ich sag mal so, die alten Menschen werden jetzt, so alten Menschen ist auch irgendwie frech, aber älteren Personen. Ja, ich meine so in... der Yannick sagt, ja nee, die alten Personen, Leute. Ja, ist frech. Ja, ich meine die Älteren, ne? Ich meine nicht die Alten, ich meine die Älteren. Ja, ist ein bisschen besser. Nee, aber ich weiß zum Beispiel in so... so Altenheim und so werden halt auch die Mitarbeiter mittlerweile schon drittes Mal geimpft nach 6 Monaten. Sechs Monate. Jeden Monat auffrischen. Ja, auch nicht schlecht. Wie ist das eigentlich? Also es macht ja keinen Sinn, wenn momentan irgendwie die Impfzentren ja alle abgebaut werden und das nur noch die Hausärzte machen, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann quasi also kommt, sagst, die, kommt die dritte Impfwelle. Ja, dann machen wir nochmal eine dritte Impfung, sondern müssen ja wieder die Impfzentren aufbauen. Also ich sag mal so, natürlich die Kapazität, die du brauchst, ist natürlich geringer, dadurch, dass du halt nur Leute einmal impfen musst jetzt, nicht nochmal wieder zweimal, aber trotzdem ja. Ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, dass die ganzen Impfzentren halt dicht gemacht worden sind. Ich meine, ist halt auch verständlich, so bei den Impfquoten, die wir haben. Ich weiß halt aber auch nicht, wie es ist, ne? Ob wirklich jeder geimpft werden muss oder nur welche, die den und den Stoff bekommen haben oder nur die in der Risikogruppe sind oder so. Also ich habe noch keine Impfaufforderung oder so bekommen. Gut, bei mir ist auch erst, weiß nicht, 2 Monate her, aber. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwie das BioNTech nach 3 Monaten oder so ist schon. Weiß nicht mehr, also das war schon ordentliche Zahl, bei ordentlichem Prozentsatz an Effektivität verliert oder sowas. Okay. Und halt so eine Auffrischung auf jeden Fall mehr als empfehlenswert dann ist.
Nach einer relativ schnellen Zeit war schon. Ich mache dann bei meiner dritten Impfung, bekomme ich dann noch Johnson & Johnson und irgendwann habe ich dann quasi so den Infinity Gauntlet der Impfungen. Nee, ich wollte schon sagen, da kannst du so ein Sammelbuch voll machen. Sticker sammeln. Ja. Ja. Da gibt es ja einen Kollegen, der hat nur noch, der hat ja jetzt schon eine wilde Mischung Intus. Ja. Der kann die dann noch wilder machen. Hast du Kreuzimpfung jetzt bekommen? Ja, ja, natürlich. Deswegen, ich habe ja schon, BioNTech und Astra. Und deswegen, wenn ich dann noch Moderna und Johnson & Johnson habe, dann nehme ich noch, wenn ich nach China gehe, nehme ich doch noch zweimal einen chinesischen Impfstoff mit. So am besten da auch nochmal Kreuzimpfung oder so, dann habe ich halt wirklich bald so quasi zwei Infinity Gauntlets. Der Cole wird einfach nie wieder krank. Der wehrt einfach alles ab. Das wäre auch nicht schlecht. Da kann mir selbst die normale Grippe nichts mehr. Und dann ist das. Aber auch auf Twitter irgendein Typ, der die Wirkung des Impfstoffs beschrieben hat und der meinte so, um das mal einfach zu formulieren, ist das quasi wie ein Snapchat-Video, was man dem Körper schickt, wie man die Antikörper aufbaut oder wie man das Virus bekämpft. Und sobald halt der Körper das gelernt hat, verschwindet der Impfstoff halt wieder. So. Ja. Also ganz, ganz, ganz wilde Analogie, die er da auf, die er da präsentiert hat. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie momentan die Corona-Zahlen hier so sind. Momentan bin ich echt schlecht informiert. Inzidenz haben wir drücken. Also Inzidenz haben wir hier gerade auch doch nicht. 67. Ja, 67. Aber seit August ging es echt ordentlich wieder hoch. Ja, seit dem Sommer quasi. Ja, mal schauen. Sag mal, aber jetzt wird ja auch anders gemessen, glaube ich, ne? Bitte? Bitte was? Ich habe gesagt, jetzt wird ja auch eigentlich anders gemessen für sowas wie Lockdown und so. Ich glaube noch nicht. Ich glaube schon, oder? Haben die nicht einfach nur wieder die Zahlen erhöht? Also dass das dann quasi ab, weiß ich nicht. Nee, die gucken ja jetzt auf Intensivbettenbelegung. Genau, und da glaube ich sogar auch auf so eine Inzidenz irgendwie. Also ja, aber die Richtwerte für die ganzen Regelungen gelten doch noch nicht dafür. Gilt das nicht ab Oktober? Also habe ich jetzt noch nichts. Keine Ahnung. Also vielleicht dann ab dem 11. oder so, aber. Ja, kann sein. Krass. Also bei uns sind von den Leuten, die momentan Corona haben, sind ungefähr um die 200. Drei Viertel davon sind ungeimpft. Wer hätte das gedacht? Komisch. Doch ab 13. September gilt das hier. 7 Tage Inzidenz, 7 Tage Hospitalisierungsinzidenz und Auslastung der Intensivbetten. Ja. Also, ab 13. schon? Seiten? 13. September oder Oktober? Ab 13. September gilt dieser Leitindikator. Okay. Was? Ja. Warum sehen die Seiten von Städten eigentlich immer aus, als würden die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert kommen? Ja, weil sowas halt ist aber tatsächlich, ne? die Seite vom Land deutlich empfehlenswerter. Einfach land.nrw/corona kann ich nur empfehlen. Da ist immer schön diese, da sind immer die, als ganz erstes die Folien mit den neuen Regelungen. Ja, gut. Ja, yeah, keine Ahnung. Als Geimpfter sind ja die Regelungen generell, ich sag mal, mittlerweile relativ uninteressant. Okay, juckt's nicht. So, weil, ne, auch wenn du mal irgendwo hingehst, wo dann quasi, also wo die 3G-Regel gilt, ne, da kannst du ja einfach eben dein Handy rausholen und zeigst halt vor, dass du voll geimpft bist. Jetzt gerade, wo wir über Corona reden, fällt's mir wieder auf, ich hab da noch eine Sache erlebt. Ich war auch wieder im Stadion und das war wirklich sehr wild. Mhm. Also in Bochum war es jetzt auch so, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt so ist, aber du konntest halt auf deine Sitzplätze gehen und da musst du halt mit Maske hingehen, aber solange du auf dem Platz warst, konntest du halt Maske absetzen. Obwohl halt überall um dich herum halt Leute saßen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie nur jeder zweite Platz besetzt war oder so. Das war irgendwie ein bisschen weird so, aber ich meine, war halt auch mit 3G-Regel. Aber mal wieder im Stadion gewesen zu sein nach, ja, ich glaube so knapp 2 Jahren, das ist schon sehr, sehr wild gewesen. Da habe ich auf jeden Fall auch weiter Bock bekommen.
Ja, als ich da letztens war, hat das auch irgendwie Bock gemacht. Also ich war das in Bochum, aber... Auf Schalke. Ist halt scheiße. Na, ich sag mal so, ne? Schalke führt immerhin gerade, was Bochum da gestern schon wieder fabriziert hat. Na, falsche Liga, Schalke, wa? Naja, wir sehen uns nächste Saison, Tobi, ne? Ja, in der zweiten, ja. Let's go. Einfach beide Vereine in der falschen Liga, müsste man einmal so reverse. Ja, Bochum ist dann wieder in der richtigen. Ah, okay. Wenn du Bochum in der zweiten bist, dann sind die... Naja, machst du nicht. Sind wir schon bei Fußball angelangt. Nee, aber also... Scheint ja in den letzten zwei Wochen wirklich nicht viel passiert zu sein. Nee, also Stadion habe ich auf jeden Fall Bock bekommen, aber nächstes Spiel ist leider erst Ende Oktober. Nächstes Heimspiel. Oder wir müssen auswärts fahren. Auswärts sind wir asozial. Okay, alles klar. Das ändert bei dir noch nichts. Eben. Jo. Ja, wir haben auch die Stunde schon erreicht, ne? Jo. Ja, ist ja wirklich Content-Mangel, Jungs. Also guck mal, ich war ja krank. Ich war ja nur zu Hause. Ich habe ja nur also Stadion war wilder Content. Fernseher. So, dass ich hier keinen Content provide. Ich kann dir auch noch erzählen, wie ich Klausur geschrieben habe, was die Themen waren oder so, wenn das passiert. Oder dass ich auf der Arbeit war. Auch wenn ich nicht krank bin, passiert bei mir in der Woche nicht mehr so viel, außer Fußball. Immerhin. Ja, gut. Aber Fußball erfüllt unser Leben, Yannick. Yannick, meine ich das nur oder war dieses Semester einfach, also normalerweise ist das Sommersemester ja relativ früh zu Ende und du hast bis zum Wintersemester ja irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 2-3 Monate Zeit, ne? Und ich hatte dieses Mal das Gefühl, dass das Sommersemester halt ultra lange war. Ja, also ich sag mal so, ich habe Mittwoch die letzte Klausur geschrieben und geht ja jetzt schon wieder los. Also ich glaube, mehr brauche ich da gar nicht mehr zu sagen. Ich weiß nämlich noch, das erste Sommersemester, was ich hatte, da habe ich wirklich, glaube ich, 2,5 Monate nichts machen müssen. Da war einfach so frei. Also nichts machen müssen oder? Cool, einfach keine Klausur geschrieben. Ja, nee, also ich hab halt alle Klausuren, die ich schreiben wollte, habe ich geschrieben und dann hatte ich danach 2,5 Monate mit der Uni erstmal nichts zu tun mehr. Ja, zwischen Klausuren, die du schreiben wolltest und Klausuren, die du schreiben musstest, natürlich auch nochmal unterschiedlich. Nein, das war das zweite Semester, da habe ich alle Klausuren geschrieben, für das Semester bestimmt waren und sogar noch eine aus dem ersten Semester. also für den ersten Semester und sogar noch eine aus dem nächsten Semester. Ja, nee, also das zweite Semester war sehr, sehr gut und ich habe insgesamt auch sehr gute Noten bekommen. Und ich glaube, ich habe während Corona ungefähr gefühlt genauso viele Klausuren bestanden wie im zweiten Semester. Deswegen, zweites Semester war schon gut. Also ich habe da gestern noch hier, wo meine Schwester Geburtstag gefeiert hat, da waren auch so Aufsteller mit so schönen Postkarten, so Werbepostkarten, die man sich mitnehmen konnte. Da war... Stark, von DM. Ja, in Sicht, er ist halt immer in von, Sicht. Aber von DM. Ja, die waren halt ganz frech drauf. Jungs, bei mir fällt schon das Licht aus. Ja, das ist Stromrechnung nicht bezahlt, du. Ja. Naja. Wollen wir dann hier die Folge beenden? Oder habt ihr noch irgendwelche krassen Geschichten? Nee, es reicht mir. Nee, okay. Ist gut, da kann ich die zweite Halbzeit von Schalke gucken. Jo. Perfektes Timing. Mache ich hier mal das Outro. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören bzw. sprechen und sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin guckt alle unsere YouTube-Videos, liked die, abonniert die, lasst auf Twitter und allen anderen Social Media ein Follow da. Er wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon Tobis letztes Video geguckt habt. Auf Tobis YouTube-Kanal. Ich habe übrigens in den letzten 2 Wochen auch 2 YouTube-Videos hochgeladen. Genau, schreibt da mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und gebt den Videos einen Daumen nach unten, damit ich keinen Halbmarathon laufen muss. Ansonsten gehabt euch gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge von Diagnose Hype. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.